Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof Revival auf der Weichen 2K20. So, Herr Rohrer, ich mache mich dann mal auf den Weg. Jo, machen Sie da. Bis dann. Soll ich Ihnen den Anhänger noch abkoppeln? Ja, das wäre ganz nett. Gut. Bis dann. Tschüss. Dann tschüss. Schönes Teil, schönes Teil. So, nehmen wir mal hier den ersten Besitz in Beschlag, ne? Wobei ich es ja noch nicht gekauft habe. So, das da. Gleiche dran. Warte mal, ich muss mal gerade Lichtkontrolle. Ja? Ah, jetzt. Scheint zu gehen. Gut, dann fahre ich mal los. Auf den Traktor, da freue ich mich am meisten, ey. Das wird richtig schön. So, ich hoffe mal, dass der die Maschinen auch recht schnell rankriegt. Dass wir dann auch loslegen können. Ich meine, ich muss halt mal gucken. Was wir für die Küchen überhaupt brauchen. Karl Gutberg, hallo. 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 Hier ist der Herr Stadler. Ich wollte fragen, ob Sie... Wo sind Sie denn? Weil ich hätte die Kopien. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Hört sich komisch an. Ja, dann komme ich zu Ihnen vorbei, weil ich war gerade noch am Straßenkehren. Ja, das passt. Okay, passt. Wie gesagt, ich bin gerade unten, fahr gerade hoch. Ja. Gut, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Gutberg, hallo. Ja, Hochradar. Hi. Nur eine Frage, wolltest du den John Deere mit Frontlader aufbauen? Auf Stoll, ja. Ja, gut. Das war nur meine Frage. Der Lieferant hat nur gefragt, weil er sich nicht mehr ganz sicher war. Ja, Stoll. Jo. Gut, danke. Bis. Tschö. Oh, der hat schon gemäht hier. Ich hoffe mal, ich fahre gerade richtig. Ich glaub's zumindest. Ich bin immer so unsicher hier, ob ich richtig fahre oder nicht. Aber ich glaube, da hinten ist er schon, oder? Nee, das war er nicht.
Ach nee. Also Leute, leider habe ich zurzeit ordentlich Probleme. Mit meinem Lenkrad. Ich weiß nicht, was da los ist. Kennt ihr das Problem auch? Dann schreibt sie mal bitte in die Kommentare. Wo hänge ich denn? Och nee, jetzt hänge ich hier am Pfosten. Festgeklitscht. Okay. Moment. Ich mache Folgendes. So. Ich laufe mal schnell hoch. Nicht, dass der jetzt da umsonst wartet. Och Mensch. Gibt's ja nicht. Bin ich hier richtig? Hup. Ah ja, da ist mein Hof. Oh Mensch. Vielleicht hat er einen Frontlader oder so, womit er mich da rausheben kann. Hey, der Bimbam, ey. Läuft ja auch gar nichts hier. Schon da? Nee, dann rufe ich ihn mal schnell an. Ja. Hallo, Gutberg hier. Ja, hallo. Ich habe ein kleines Problem. Ich bin gerade da beim Nagelbauen. Da ist mir ein Pfosten in den Weg gesprungen. Ja, okay. Jetzt hänge ich da und komme nicht mal weg. Okay, soll ich... Wenn Sie, Sie einen Frontlader oder sowas hätten, dass wir den da irgendwie rumheben können. Ja, da kann ich kommen. Okay, danke. Ist direkt an der Hofeinfahrt vom Nagelbauer. Okay, tschüss. Tschüss, danke. Oh, ey, das fängt ja gut an. Auto am Arsch. Jetzt fahre ich hier. Oh, vor allem, das ist ja nicht mal mein Traktor. Fahre ich den da fest? Ah, oh, Mensch, Mensch. Dass es auch immer mir passieren muss. Ah, muss ich wieder warten, ey. Das ist sogar ein Biohof hier. Wenn das so weitergeht, dann komme ich hier zu nichts mehr. Ich guck mal, ob ich vielleicht doch rauskomme. Ah, so. Ah. Ja. Ja, ich bin's nochmal. Ich bin jetzt doch rausgekommen. Wie auch immer. Ah, okay. Ja. Und wollte nur Bescheid geben. Dann treffen wir uns doch bei mir am Hof. Jo. Danke. Tschüss. Tschüss. Hoffentlich war der jetzt, wäre jetzt böse, wenn der schon zurückgefahren wäre, um den Frontlader zu holen und dann wieder los und dann wieder zurück. Ah, meine Herren. Lauter Vögel auf der Straße. Ach, schon wieder. Oh Leute, wenn ihr wisst, woran das liegt mit dem Lenkrad, wenn ihr da irgendeine Idee habt, dann schreibt sie mir mal in die Kommentare.
Also es ist folgendes Problem. Egal wie ich lenk, plötzlich zieht das Teil nach links. Es ist immer links, es ist nicht rechts, sondern irgendwann, da zieht er einfach nach links. Auch wenn ich nach rechts lenk, das funktioniert so nicht. Jetzt ruckelt es halt bei euch ein bisschen, wenn ich lenk. Weil jetzt muss ich halt mit Tastatur lenken. Machen wir hier gerade mal auf, dann können wir hier nämlich den Anhänger schön reinstellen. Perfekt. Ich gerade am überlegen, ob ich nochmal schnell runterdüse und noch das nächste hole, oder? Aber ich glaube, ich warte kurz. Oder ich fahre runter, weil vielleicht treffe ich ihn ja auch auf dem Weg. Ich glaube, ich fahre einfach. Wenn nicht, dann soll er einfach in den Briefkasten schmeißen. Ah, da ist er ja. Hallöchen. Hallo. Ja, ich dachte, ich fahre jetzt schon mal runter, weil ich dachte, wir treffen uns sowieso auf dem Weg. Ach so. Ich muss noch Sachen abholen beim Händler. Also. Hier. Oh, die Kosten sind ja doch ein bisschen teurer. Warum? Naja, die Nebenerwerbssteuern und so Zeug. Eine 500.000 war ja alles dabei. Naja, aber hier steht jetzt mehr drauf. Da sind ja Notarkosten und so Zeug noch drauf. Ich dachte, das wäre da schon drin. Ich muss jetzt auch nochmal. Darf ich nochmal? Ja, bitteschön. Ah ja, stimmt. Ja, die Notarkosten. Die waren auch noch. Ja, wird schon hinhauen. Ja. Einem guten Geschäft sollte ja nichts im Wege stehen, ne? Ja, einen schönen Traktor hast du da. Ja, der ist gerade vom Dings, vom Händler. Aber ich habe mir den gleichen bestellt. Ich finde ihn auch klasse. Sieht super aus. Opa. Gut. Okay, passt. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Vielen Dank für die Unterlagen. Tschüss. Tschüss. Gut. Dann fahren wir nochmal runterholen, das nächste Equipment. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.